sind, liebe Geschwister, wir danken dem Herrn für diese Möglichkeit, die er uns gegeben hat, sein Wort mit euch zu teilen. Wie sonst auch sitzen wir heute wieder mal in Stuttgart. Mit meiner Wenigkeit, Bruder Dean, und mit unserer großen Schwester Nicole. Schwester Nicole aus Bayern ist zu Besuch hier. Ja. Und wir wollen, wie sonst auch, unseren Herrn loben, sein Evangelium verkündigen, sein ewiges Evangelium und ihm allein gebührt die Ehre. Bevor wir anfangen, wollen wir natürlich beten. Und gerne könnt ihr auch mit uns beten. Wir beten Namen Joshua. Herr, wir danken dir für diesen Tag, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diesen Moment, Herr. Führe uns, lehre uns, denn diese Lehre ist nicht nur für die anderen, aber auch für uns. Wir wollen auch, ich sag mal, bereit sein, gereinigt werden für den Tag, wo du kommst. Für deine Rückkehr, damit wir mit dir gehen können, Joshua. Ins ewige Leben, ins himmlische Jerusalem. Danke, Joshua. Führe uns in deinem Joshua. Amen. 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 Wir werden die Bibel nehmen, und zwar in Matthäus Kapitel 16, Vers 18. Aber vorher, wie geht's dir überhaupt? Ja, gut. Okay. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Es ist immer schön, wenn man Gemeinschaft hat, auch mit Geschwistern. Und ja, das baut auf. Genau. Dafür sind wir da und dass wir zusammen unseren Herrn Gott, unseren Joshua lieben und loben. Und es ist schön. Amen. Ich bin auch sehr froh, dich zu sehen. Und wir lesen im Matthäus 16, Vers 18. Möchtest du lesen? Mhm. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Wow. Also interessant, hier spricht der Herr, der Meister, der Himmel und der Erde erschaffen hat, Jeschua. Mhm. Und spricht zu Petrus. Er sagt, du bist Petrus. Und hier ist es sogar gut übersetzt, weil in anderen Versionen wurde ja gesagt, du bist Petrus und auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Mhm. Aber bei dir ist es ja sogar sehr gut übersetzt, dass die Gemeinde ja nicht auf Petrus aufgebaut wurde, sondern auf einem massiven, riesengroßen Felsen. Mhm. Und die Gemeinde sagte, ich will meine Gemeinde aufbauen und nicht meine Gemeinden. Also es gibt nur eine, habe ich hier, wenn ich richtig sehe, lese, verstehe, gibt es nur eine Gemeinde. Also hat er nur eine Gemeinde, der Herr. Ja. Und er sagt, die Pforten, also von Hades, die Hölle, das sind mehrere Pforten des Totenreiches, sollen nicht überwältigen. Eine Gemeinde, die ihm gehört, und mehrere Pforten auf der anderen Seite. Wow. Wie siehst du das? Ja, also die Gemeinde, die ist ja aus lebendigen Steinen aufgebaut. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir haben ja erkannt, dass die Kirche Jesu Christi, die Ekklesia ist ja die Gemeinde, dass die nicht aus Ziegelsteinen besteht, wie diese Kirchengebäude, die alten gotischen, romanischen oder was man sieht, sondern dass die Gemeinde ja eigentlich die Menschen sind, die Jesus Christus angehören, die aktiv ihr Leben dem Herrn übergeben haben und jetzt dem Herrn dienen. Das ist die Gemeinde. Und die eine Gemeinde, die ist ja ein Leib. Die besteht aus mehreren Teilen, so wie der Leib Christi aus mehreren Teilen besteht. Und hier ist aber erwähnt, die Pforten des Hades. Mhm. Ja, die Pforten des Hades, was ist eine Pforte? Aber ganz kurz unterbrechen, bevor du da ankommst. Du hast von der Gemeinde gesprochen, du hast ein Wort hier genannt, Ekklesia. Ja. Was ist Ekklesia? Ekklesia heißt eigentlich Versammlung. Okay. Ja, das ist ein griechisches Wort und es heißt eigentlich Versammlung. Das ist eigentlich die Versammlung der Christen. Ja, es wurde auch mit unterschiedlichen Wörtern übersetzt,
Kirche ist noch das Schlechteste davon. Also wenn man von Gemeinde spricht oder von Christengemeinde, das repräsentiert vielleicht das Wort Ekklesia sehr gut, weil Gemeinde hat was mit Gemeinsam zu tun. Und einfach nochmal um tiefer zu graben, Ekklesia kommt ja von Ekklesis. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir kurz aufstehen können und was an die Tafel schreiben können. Wir haben gesagt, du hast gerade hier das Wort Ekklesia genannt. Ekklesia, ja? Genau. Genau. Mit K, ja. L-E-I-A. Du meinst, das ist die Gemeinde, also die Versammlung, da wo 230 versammeln, da wo mehrere Menschen sich versammeln. Genau. Das ist die Gemeinde Ekklesia und es wurde die schlechteste Übersetzung, weil man die Kirche, das Wort Kirche dafür. Genau. Und im Prinzip sieht man, alles eigentlich nur Versammlung sozusagen, da wo mehrere Leute sich versammeln. Genau. Jesus hat eigentlich gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt ja eigentlich, dass wenn zwei schon sich versammeln, um miteinander zu beten, Gott zu loben, ist das eigentlich schon Ekklesia. Okay. Aber du bist schon zu weit gegangen. Also im Prinzip, also wenn wir wollen, wir können es auch im Stehen machen. Also wir können gerne aufstellen, benutzen wir das hier heute. Fangen wir heute an, das ist flexibel. Heute stehen wir. Okay? Alles klar. No problem. Da kannst du auch ein bisschen suchen. Also du bist schon zu weit gegangen. Ein bisschen zu weit. Ist gar nicht schlimm. Und zwar im Prinzip heißt das Wort einfach nur, da wo mehrere Leute sich versammeln. Ja. Also unabhängig davon, ob mit Jesus oder nicht mit Jesus. Okay. Verstehst du, was ich meine? Ja, das verstehe ich schon. Okay. Das heißt, da wo mehrere Leute sich versammeln, nennt man Ekklesia. Ekklesia, ja. Also was kann man darauf verstehen, dass nicht jede Ekklesia seine Ekklesia ist. So ist es. Oder? Ja. Weil du kannst dich auch versammeln, weil ihr alle an, keine Ahnung, weil ihr alle gerne Fußball spielt, dann macht ihr eure Versammlung. Ja. Weil ihr über Politik, es gibt Vereine, die setzen sich ein für die Natur. Das ist auch eine Versammlung, die versammeln sich ja auch. Mhm. Betriebsversammlung ist auch eine Versammlung. Mhm. Aber hat nichts mit Jesus zu tun. Ja. Also es gibt viele Leute, die meinen, die wären in der Ekklesia, wie Joshua. Nur weil vielleicht der Name da steht, aber es ist, das hat nichts damit zu tun. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Genau da, wo ich hin. Genau. Aber wie kann man, wie ist wie sagt man das? Charakteristik. Charakteristik. Wie ist die Charakteristik von die Gemeinde Joshua? Das heißt, wenn wir noch tiefer gehen, vom Ekklesia nehmen wir, das Wort kommt aus dem Wort Ekklesia. Sis. Da haben wir hier zwei Wörter. Einmal Eck und einmal Krisis. Und Eck bedeutet aus. Außer. Außer. Halt. Von. Und Krisis bedeutet einfach Beruf. Also wir werden gerufen. Jemand schreit, jemand ruft. Dieses Wort Ekklesia von der Versammlung kommt vom Wort Ekklesis. Und Ekklesis sind zwei Wörter, einmal Eck und Ekklesis. Das heißt, die Gemeinde, wovon Jesus hier gesprochen hat, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Diese Gemeinde wird gerufen von wem? Von ihm selbst, weil es ist ja seine Gemeinde. Ja. Die soll außerhalb, also rauskommen. Aber raus wovon? Das ist jetzt die Frage, die wir uns stellen müssen. Wovon müssen die rauskommen? Und wohin sollen die laufen? Also ich hätte jetzt eigentlich zu dem, was ich vorher gesagt habe, zu der Gemeinde, besonders jetzt zu der Gemeinde Jesu Christi, weil das haben wir jetzt ja alle verstanden, dass Ekklesia das irgendeine Versammlung sein kann, genau. Aber du hast vorher gesagt, wodurch wird die Gemeinde Christi charakterisiert? Und da haben wir eigentlich schon in der Bibel ein Wort dazu. Okay. Ja, weil wir müssen die Gemeinde Jesu Christi von irgendeiner Versammlung natürlich unterscheiden. Und wenn wir jetzt mal in den 1. Korinther Kapitel 12 reingehen, und zwar auch Vers 12, da steht, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist
sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder frei, und sind alle mit einem Geist getränkt. Mhm. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Mhm. Also wir sehen jetzt hier, wenn es jetzt hier um Herausrufen geht, das Erste, was wir schon mal feststellen können, herausgerufen werden unterschiedliche Arten von Menschen. Wir haben hier die Juden und Griechen. Das ist einfach ein Symbol dafür, dass die Juden als das Volk Gottes im Alten Bund, ja, und die Griechen, das ist in dem Fall einfach ein Symbol für alle Nationen, alle Heidenchristen. Ja? Das ist der Ruf. Der Herr ruft nicht nur Herr Israel, ruft, genau. Israel, sondern... Nein, der Herr ruft auch aus allen Nationen auf der Erde die Menschen, ja, aber auch die Juden. Es gibt ja auch Lehren oder Denominationen, die sagen, die Juden, das ist alt, die Juden sind heute nicht mehr berufen, die Juden, die haben nichts mehr mit Gott zu tun. Das stimmt nicht, das widerspricht dem Wort Gottes. Der Herr liebt alle Völker. Und dann steht auch da, seien es Sklaven oder frei. Ja, natürlich, früher war Sklaverei gang und gäbe. Es gibt auch heute noch Völker, wo Sklaverei betrieben wird. Das ist einfach, um zu zeigen, dass Gott keinen Unterschied zwischen Menschen macht und dass Gott bei seinem Ruf, den er aus den Völkern rausmacht, nicht schaut, welche soziale Abstammung hast du, welche Rasse hast du, bist du Männchen oder Weibchen oder bist du alt oder jung. Bist du schwarz oder weiß? Genau. Also, kommst du von links oder von rechts? Das ist ihm eigentlich im Prinzip egal. Wow, also er ruft alle Nationen. Mhm. Und da sehen wir auch die Mission, die er damals auch den Jüngern gegeben hat, Matthäus 28. Geht hin und macht aus allen Völkern oder aus allen Nationen meine Jünger. Also der Herr ruft alle Nationen, alle fünf Kontinente, alle aus fünf Kontinenten, alle, wie sagt man, soziale Schichten. Sei es, du warst Mörder, du hast Leute abgetrieben, du hast geklaut, du warst in der Mafia drin oder was auch immer. Ja. Du warst religiös oder du bist religiös. Der Herr ruft dich raus da. Raus. Das heißt, die Gemeinde wird aus der Welt rausgerufen. Wo sollst du rauskommen? Aus der Welt. Wieso? Die Welt hat ihre Lehre, die Welt hat ihre Musik, die Welt hat ihre Art zu reden, die Welt hat ihre Art, sich zu kleiden. Du kannst die Brüste rausholen, der Hintern raus. Du kannst dich... Das wird uns doch gezeigt. Die Welt hat ihre Filme, die Welt hat alles. Aber diese ganzen Sachen unreinigen uns. Also die machen uns schwer, und wir sündigen manchmal gar nicht, manchmal ohne es zu wissen, aber jetzt wisst ihr das. Der Herr ruft uns raus aus diesen Sachen. Das heißt, die Gemeinde wird zum Herrn, der Herr ruft, kommt raus und kommt zu mir. Kommt raus aus der Lüge, kommt zu mir. Kommt raus aus Rassismus und kommt zu mir. Weil komischerweise sehen wir heutzutage Gemeinden, da wo nur Weiße mit Weiße sich treffen. Wenn wir sogar noch mal tiefer reingehen, dann siehst du nur Deutsche mit Deutsche, Griechen mit Griechen, Russen mit Russen, Kongolese mit Kongolese und so weiter und so fort. Aber das war doch nicht die Mission vom Herrn. Nein. Der Herr hat alle gerufen, komm zu mir. Das heißt, die Gemeinde ist eine Gemeinde mit vielen Nationen, Nationalitäten. Viele Nationen sind drinnen, viele Nationen werden dort repräsentiert. Und die sind alle eins, wie du selbst hier gelesen hast, die sind eins. Das heißt nicht, nein, mit dir will ich beten, weil du bist weiß, ne? Aber wir sind eins. Amen. Eins. Das heißt, in der Gemeinde gibt es keinen Rassismus. Das heißt, wenn du Rassist bist und du meinst, du bist Christ, dann bist du kein Christ. Weil Christ ist kein Rassist. Wenn du dich über andere lustig machst, weil die vielleicht weniger verdienen und sagst, ich kann nicht mit dem auf einer Bank sitzen, weil er ist Hartzler, dann bist du kein Christ. Wenn du meinst, du bist was Besonderes, weil du viel Geld verdienst, weil du einen Titel hast, weil du Geschäftsführer bist oder wie auch immer, dann täuschst du dich. Wir sind alle Menschen. Alle gleich. Vor Gott. Sterblich, wir sind Staub, wir sind nichts. Und wir werden vergehen und Leute werden uns sogar vergessen. Das heißt, die Gemeinde wird von diesen ganzen Sachen rausgerufen. Der Herr ruft uns, kommt raus da. Verlasst es, gebt die Sache auf und reinigt euch. Denn er ist heilig.
Er ist eilig. Er sagt, in der Gemeinde, da wo euch die Nächstenliebe nicht gepredigt wird, da wo euch die Wahrheit, das Evangelium des Himmelreich Gottes, der uns dazu bringt, ihn zu fürchten, uns von der Sünde zu trennen, uns vor Rassismus, vor Hass, vor Untreue, vor Geldgier und alle anderen Sachen zu trennen, da wo diese Sachen nicht gepredigt werden, vergoldest du deine Zeit. Das ist wie ein Warteraum. Weißt du, wenn man zum Arzt geht, weil es Wartezimmer. Ja. Das ist wie ein Wartezimmer für die Leute, die dann später in die Hölle gehen. Weil ihr werdet vorbereitet, ihr werdet aufbewahrt, ihr werdet dort gebunkert, euch wird die Wahrheit verheimlicht und dann irgendwann wacht ihr auf und denkt ihr, Mist. Aber dann ist es schon zu spät. Deswegen ruft der Herr, kommt raus aus der Religion. Die Religion rettet nicht. Er hat gesagt, seine Gemeinde und diese Gemeinde, vorhin, wo wir gelesen haben, er hat gesagt, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde aufbauen. Ich hab mir immer die Frage gestellt, welche Gemeinde? Katholische Gemeinde? Evangelische Gemeinde? Orthodox? Was gibt es? Es gibt so viele. Bei Kongo gibt es die Kimbangist. Was gibt es noch? Ich weiß nicht, Nicole. Oh, es gibt die Pfingstler, es gibt die Baptisten, es gibt die Protestanten, es gibt die Altkatholiken, es gibt wahnsinnig viele Abspaltungen. Welche Gemeinde kommt er holen? Welche? Das ist die Frage. Ja? Ja, wenn wir jetzt in Matthäus 16 zurückgehen, dann sehen wir es. Okay. Weil wenn wir uns das nochmal so genau anschauen, der Herr, der spricht da mit Petrus, genau so wie er anfängt, ist es auch. Aber ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Mhm. Und daran erkennt man eigentlich, wer dann die wahre Gemeinde ist. Mhm. Weil es steht da, dass die Gemeinde auf dem Felsen gebaut ist. Mhm. Ja, wer ist der Fels? Das griechische Wort, das heißt ja Petra, Petrus oder Petros, ist ja der kleine. Das Stein. Das bedeutet auf Griechisch kleiner Stein. Also der Petrus, der Apostel, ist der kleine Stein. Ist ein kleiner Stein. Okay. Ja, das ist schon mal ganz wichtig zu wissen, weil es gibt ja große Kirchen, die lehren, dass Petrus praktisch der Gründer der Kirche ist. Aber so steht das nicht da. Mhm. Sondern es gibt nur eine Grundlage, und zwar den Felsen. Petra. Mhm. Wer ist der Fels? Amen. Steht auch im Wort Gottes. Okay. Also, ich weiß, dass es in Jesaja steht. Mhm. Müssen wir mal schauen. Ah, genau. Und zwar in Jesaja 44, Vers 8. Mhm. Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels. Ich kenne keinen. Mhm. Ja? Also, wir sehen hier, Gott bezeichnet sich selber als den Felsen. Jahwe, der Fels. Mhm. Und meine Bibel, die ich hier habe, das ist die Elberfelder Bibel. Mhm. Ja, aus der lese ich gerne, weil, ja, sie ist ziemlich wortgetreu. Mhm. Also, warte, ganz interessant. Mhm. Er sagt, gibt es einen Gott außer mir? Mhm. Nein. Mhm. Das wollte er damit sagen. Es gibt keinen anderen Gott außer ihm. Das ist eine rhetorische Frage. Genau. Mhm. Es gibt keine zwei Sitze am Throne da oben. Nur einen einzigen Thron. Mhm. Nur einen einzigen Thron, auf dem er sitzt. Und er regiert. Er hat Himmel und Erde erschaffen. Er ist dieser Fels, sagt er. Er ist der Fels. Das heißt, die Gemeinde ist auf ihm gebaut. Amen. Er ist das Fundament der Gemeinde. Amen. Und wie ist er überhaupt? Wie ist sein Charakter? Er ist heilig, er ist Liebe, er ist barmherzig, er ist treu, er ist gerecht. Das heißt, seine Gemeinde hat auch, lebt genauso wie er ist lebendig. Das ist nicht eine Gemeinde, wo Leute schlafen. Nein, ist lebendig. Preis den Herrn. Das sind lebendige Leute. Also wundert euch nicht, wenn wir Jesus feiern. Weil er ist lebendig. Wir können ganz kurz Apostelgeschichte Kapitel 4. Mhm. Ab Vers 10.
sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Geht das weiter? Das ist der Stein. Wer ist der Stein? Jesus. Er ist der Stein. Er ist der Stein. Er ist, was für ein Stein? Er ist ein Fels. Ja. Gibt es einen anderen Gott außer mir? Nein. Nein. Keinen anderen Fels. Ihr müsst wissen, dass Jesus unser Fundament ist. Genau. Er hat seine Gemeinde auf sich selbst aufgebaut. Amen. Und nicht auf jemand anderen. Auf sich selbst. Wir lesen weiter. Der von euch, den Bauleuten, verachtet. Ihr verachtet ihn. Ihr denkt, dass die Gemeinde auf Petrus gebaut wurde. Ihr denkt, dass die Gemeinde dem Papst gehört. Ihr denkt, dass die Gemeinde eurem Pastor gehört. Die Gemeinde gehört Joshua. Ihr verachtet ihn. Warum verachtet ihr ihn? Er ist es. Amen. Er ist es. Er ist der Herr. Preis den Herrn. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt da abkürzen kann, aber ich habe jetzt was Wichtiges da drin gesehen. Der Vers, den du gegeben hast, das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet wird. Die Bauleute, du hast mir anfangs eine Frage gestellt, warum ist da eine Gemeinde und mehrere Pforten der Hölle? Ja, da haben wir es schon. Die Bauleute, die den Herrn Jehoshua, unseren Herrn Jesus Christus, der sein teures Blut für uns gab, um uns zu erlösen, um uns zu helfen, dass wir aus unserem Mist rauskommen, und die den verworfen haben, sie verachten ihn, indem sie sagen, er ist kein wirklicher Gott, er ist nur ein Prophet, ihn hat es vielleicht gar nicht wirklich gegeben, er ist keine historische Person, er ist nur Gottes Sohn, aber Gott selber ist er nicht. Das sind die Bauleute, die unseren Erlöser, Herrn und Gott und Schöpfer verachten und die somit auch mit ihren Lehren anderen Menschen in die Irre führen. Ja, wenn man in die Irre geht, wo geht man denn dann hin? Es gibt nur zwei Wege. Bei Gott ist das eigentlich eine, muss ich sagen, eine Schwarz-Weiß-Malerei, weil es gibt keinen Mittelweg. Es gibt nicht die goldene Mitte. Bei Gott gibt es entweder, du gehst in den Himmel, in die Glückseligkeit, in die Ewigkeit mit Gott, oder du gehst ins Verderben. Und für das Verderben haben wir unterschiedliche Begriffe in unterschiedlichen Übersetzungen. Mal Luther hat es mit Hölle übersetzt, da steht von Hades, dem Totenreich. Und die Pforten der Hölle sind eigentlich die Öffnungen zur Hölle, zum Weg des Verderbens. Und das sind die Gemeinden, die Leute, die anderen eine Irrlehre bieten, sodass die Menschen keine Erlösung erfahren. Es ist nicht so, dass wir bessere Menschen sind. So sieht's aus. Also das möchte man da ganz klar feststellen. Ich weiß, was ich früher getrieben habe. Ich weiß, woraus der Herr mich schon gezogen hat. Und ich kann mitfühlen mit Menschen, die sich schwer tun, vielleicht aus ihren Sünden rauszufinden. Aber viele Menschen, die haben auch heutzutage das Verlangen, dass sie Erlösung erfahren, dass sie Erleichterung und Frieden erfahren. Aber die Esoterik, die unterschiedlichen Religionen, die bieten alle Wege, die nicht wirklich zu deinem Seelenheil führen. Und genau das sind die Pforten der Hölle. Und warum eine Gemeinde? Du hast vorher erwähnt, wir sind eins aus unterschiedlichen Nationen. Wir sind alle eins. Aber die Pforten, naja, die Pforten, die nicht mit Nächstenliebe gekennzeichnet sind, die sich nicht lieben, die sich nicht vergeben wollen, weil sie nicht auf dem Felsen gebaut sind, ja, sie können sich ja auch nicht verstehen. Weil die eine Gemeinde sagt, wir haben Recht, die anderen sagen, ihr liegt falsch, wir haben die Wahrheit. Sie bekriegen sich. Sie verstehen sich nicht und deswegen
ist da eigentlich von unterschiedlichen Pforten die Rede. So habe ich das verstanden. Mhm. Ich will mal kurz weiterlesen. Mhm. Ja, Vers 11. Ich lese mal nochmal, oder? Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Halleluja. Es gibt keinen anderen Namen. Amen. Es gibt keinen anderen Fels, kein anderes Fundament, der uns das Heil anbringt. Er ist die Lösung. Deswegen sagen wir, wir sind nicht perfekt, wir sind nicht die Besten. Ja. Aber wir sind gekommen, um den Perfekten zu präsentieren. Den perfekten Bräutigam. Die Lösung, die Wahrheit, dein Friede, das wahre Segen. Denn Segen hat nichts mit materiellen Sachen zu tun. Der Fundament, der Gründer seiner Gemeinde. Und wenn wir wieder zurückgehen, Matthäus, wenn wir sehen, diese Gemeinde hatte, der hat uns nie den Namen verraten, dieser Gemeinde. Deswegen wundere ich mich, woher kommt das? Katholisch, evangelisch, Montagne de Feu, auf Französisch und so weiter und so fort. Mhm. Wo kommen diese ganzen Namen her? Er hat uns nie den Namen verraten von seinem Liebling, von seinem Schatz, von seiner Gemeinde, weil das ist ja die Gemeinde Jesu Christi. Genau. Ja. Das ist seine Braut. Das ist ja seine Braut. Er hat uns nie den Namen verraten. Aber woher kommen diese ganzen Gemeinden, also diese ganzen Spaltungen? Deswegen habe ich mich immer gefragt, welche Gemeinde holt er? Links, rechts, holt er diese Leute mit den Ziegelsteinen, nimmt er die hoch? Nimmt er die Kathedrale mit hoch? Nimmt er diesen Saalraum in Mitte, nimmt er die mit hoch? Das denken manche Leute, das hat nichts damit zu tun. Deswegen sage ich jedes Mal, Gott ist kein Kaninchen. Er lebt nicht in diesen Ziegelsteinen. Er hat gesagt, er hat Himmel und Erde erschaffen. Was für ein Haus wollen wir ihm bauen? Er hat uns erschaffen, er will in uns leben. Und wie die Schwester sagte, die Gemeinde ist aus lebendigen Steinen, Felsen und Steinen gegründet. Und diese lebendigen Steine bist du und ich. Wenn du Jesus empfängst, bist du lebendig. Und dann bist du auch ein Teil dieser Gemeinde. Bist du auch ein Teil, ein Glied dieser Gemeinde. Seiner Gemeinde. Seiner Gemeinde. Wenn der Pastor behauptet, dass das seine Gemeinde ist, dann empfehle ich dir, dort rauszugehen und geh zu Jesus. Folge Joshua. In der Gemeinde, da wo euch keine Lebensliebe gepredigt wird, hat es keinen Sinn. In der Gemeinde, wo euch nicht die Rückkehr des Maschias gepredigt wird, hat es keinen Sinn. In der Gemeinde, wo euch nicht die Furcht Gottes gepredigt wird, wo man euch sagt, dass ihr die Sünde lassen müsst, hat es keinen Sinn. In der Gemeinde, wo man euch nur predigt, kommt, ihr werdet Geld bekommen, ihr werdet reich, ihr werdet heiraten. Das ist nicht der Grund, warum Joshua ans Kreuz für uns gegangen ist. Er ist nicht ans Kreuz gegangen, damit du Millionär wirst. Er ist nicht ans Kreuz gegangen, damit du viele Häuser kaufst. Er ist nicht ans Kreuz gegangen, damit du Geschäftsführer wirst, aber er ist für dich ans Kreuz gegangen, damit du, um dich mit ihm wieder zu versöhnen, damit du die Sünde verlässt, damit du frei wirst, Amen. Frei von der Welt. Deswegen sagt er ruft Amen. Uns außerhalb Amen. Dieser Sachen raus. Kommt Amen. Raus und kommt zu ihm. Amen. Er ist die Lösung. Die Person, die sagt, komm zu mir, ich werde es geben, ist ein Lügner. Deswegen sagt er, es gibt nur eine Gemeinde und die ist unabhängig davon, wo du bist. Du kannst dich auch in gar keine Gemeinde versammeln, aber du bist Mitglied der Gemeinde von Jesus. Amen. Warum? Weil du ihn empfangen hast. Du hast sein Wort empfangen, du wandelst nach seinem Wort und du bewahrst sein Wort. Amen. Weil, wie gesagt, was ist es, wenn einer in einem Dorf wohnt, wo es keine Kirche gibt, ist er kein Mitglied seiner Gemeinde. Aber er ihn glaubt, ja. Er ihn empfangen hat. Ja. Er hat sich taufen lassen, ich meine Joshua. Er wandelt nach dem Wort, aber er hat keine Gemeinschaft. Kommt er nicht in den Himmel rein? Doch. Du bist Mitglied seiner Gemeinde. Du brauchst keinen, wie sagt man hier, andere Leute füllen einen Antrag aus und haben sogar eine Karte der Gemeinde. Mitgliedsausweis. Schwachsinn. Schwachsinn kannst du zur Reisekasse Müll schmeißen, weil wenn du in den Himmel gehst, nimmst du diesen Ausweis nicht mit. Das bleibt alles hier. Amen. Diese ganzen Namen, diese ganzen Benennungen wurden von Menschen gegründet. Da sind doch diese Pforten, diese mehreren Pforten, die uns ablenken. Die Tochterfirma vom Satan. Er hat mehrere Häuser gebaut, weil er ist nicht, sagt man, omnipräsent. Er ist nicht überall. Also was hat er sich gedacht? Um Leute fangen zu können, werde ich viele Tochterunternehmen gründen. Und die Leute denken, die sind woanders, aber im Endeffekt sind die immer nur bei mir. Kommt raus dort und kommt zu Joshua, zu seiner Gemeinde. Wo ist seine Gemeinde? In Jerusalem? Nein. Wo ist seine Gemeinde? Hier in Stuttgart? Nein. Wo ist seine Gemeinde? In Bonn? Nein.
Seine Gemeinde ist im Himmel. Also das heißt, empfange sein Wort. Und er hat gesagt, die, die empfangen haben, er hat ihn nach oben mitgebracht. Das heißt, du bist schon mit ihm im Himmel, wenn du in seinem Wort wandelst. Amen. Wandel in seinem Wort. Wacht auf. Und da, wo das richtige, das wahre Evangelium nicht gepredigt wird, geht raus da. Amen. Weil das sind die Pforten. Das sind die Pforten. Da, wo die Leute euch nur berauben, da, wo die Leute mit Frauen verkehren, mit Frauen von anderen Leuten, da, wo die Kinder vergewaltigt werden, geht raus dort. Ich weiß, viele Leute sind enttäuscht, weil die haben manche Gemeinden oder manche Benennungen mit Joshua assoziiert. Aber er hat nichts mit dem zu tun. Schaut! Die Gemeinde ist auf seinem Wort gebaut. Er ist Liebe. Und seine Liebe ist unendlich groß. In dem gibt es keinen Hass, keinen Bevorzugung. Er wird keine Leute bevorzugen wegen seinem Geld, wegen so. Nein! Alle sind gleich! Wegen seiner Rasse, weil der ist weiß, okay, der kriegt. Nein! Alle sind gleich! Allein eine Behinderung, das ist ihm egal. Er spricht so gut Deutsch, er kann sich so gut ausdrücken, es ist ihm egal. Es ist ihm egal. Das, was er will, ist dein Herzen. Das will er, willst, dass du dich bekehrst, Buße tust, aufgibst, rauskommst, weil er ruft dich außerhalb. Das ist die wahre Gemeinde, Joshua. Amen. Und die Kinder, die ihm angehören, die die Ohren haben, er hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und werden mir folgen. Die werden rausgehen. Die werden rausgehen. Die werden rausgehen. Und du wirst auch rausgehen. Nicht Amen. Morgen, aber heute wirst du rausgehen. Amen. Heute wirst du rausgehen, weil der Herr wird dir die Augen öffnen. Amen. Sein Wort ist lebendig. Du wirst ihm folgen. Amen. Du wirst aufhören mit Selbstbefriedigung, du wirst aufhören mit Pornografie, du wirst aufhören mit Lüge, du wirst aufhören mit Diebstahl, du wirst aufhören mit Rassismus. Ich bin sogar davon überzeugt, dass Nazis auch bekehrt werden. Amen. Ja, weil Amen. Heutzutage, es ist wahr, es ist nicht einfach. Leute kommen hier hin und machen Blödsinn in einem fremden Land und die Deutschen sind irgendwie beschränkt, sind irgendwie gefangen, die können nicht sagen, wenn die immer was sagen, Nazi. Genau. Nicht alle Deutschen sind Nazis. Amen? Amen. Ja, Amen. Ein Beispiel, lebendiges Beispiel. Ich bin auch Deutsch, ich bin kein Nazi. Halleluja. Amen. So sieht's aus. Amen. Komm zu Jesus. Er ist die Lösung. Komm nicht zu uns, wir sind nichts, wir werden vergehen. In 50 Jahren wird man uns vergessen. Komm zu Jesus. Er hat keinen Amen. Anfang, kein Ende. Amen. Er ist immer präsent, er ist Amen. Da. Er wird dich niemals, wie sagt man, allein lassen. Er wird dich niemals Amen. Enttäuschen. Er ist treu. Die wahre Gemeinde. Amen. Jesus hat sogar ein bisschen weiter vorne in Matthäus 11 selber gesagt, kommt zu mir, alle, die ihr müde und mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe verschaffen. Wieso sind die müde? Die sind mühselig und beladen. Wovon? Das können deine Sünden sein. Die erdrücken dich. Du schaffst es nicht. Du trägst ein unsichtbares Päckchen mit dir rum, und merkst nicht, warum du erschöpft bist, warum du Burnout hast. Ganz einfach, weil du bis jetzt noch nicht dieser Stimme des guten Hirten gefolgt bist. Du bist müde vielleicht, auch einfach ungerecht behandelt worden, auch in deiner Kindheit gewisse Traumas. Es gibt ja beispielsweise Flüchtlinge, geflüchtete Menschen, sie haben schon schlimme Dinge erlebt. Auch die sind müde, ja, die schleppen auch was mit, das sie nicht abgeben können. Es gibt auch Leute, die sind müde, mühselig, beladen, weil sie vielleicht früher Irrlehrer waren, etwas Falsches gepredigt haben, einfach aus Ignoranz, weil sie es nicht besser wussten. Wenn du betroffen bist, wenn du ein Pastor bist, ein Priester, ein katholischer oder irgendein esoterischer Lehrer, der bisher eine andere Lehre als Jesus Christus gepredigt hat, auch du bist nicht verloren. Auch du kannst mit deiner Müdigkeit zu Jesus kommen, weil er hat nicht nur gesagt, kommt alle, die wenig Geld haben sondern er sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Du kannst ein Pastor sein, bist mühselig und beladen. Komm zurück zu Jeschua.
Er wird dir verzeihen. Er wird dir seinen neuen Weg lehren. Kommt alle zu mir, auch die Reichen. Wenn du ein Manager bist, auch du, für dich hat Gott ein offenes Herz. Auch du darfst zu Jesus kommen. Also. Genau, beladen von Drogen, Zigarettenkonsum, Alkoholkonsum. Mhm. Du wurdest enttäuscht und versuchst dich irgendwie wiederzufinden. Du hast eine Leere in dir und versuchst es mit Dingen zu befriedigen, die dich nicht erfüllen. Die Dinge werden dich niemals erfüllen. Drogen werden dich nicht nur kurzfristig erfüllen. Sex nur kurzfristig. Alkohol nur kurzfristig. Und alle anderen Sachen auch. Die Welt feiern und so weiter und so fort. Komm zu den Herrn. Er hat dich erschaffen. Er wird dich erfüllen. Er wird dir den wahren Frieden geben. Er wird dich erquicken, wie das hieß in dem alten Deutsch. Mhm. Er wird dir Frieden geben, Ruhe geben. Er ist es, den wir folgen sollen. Er ist der wahre Gott. Er ist der Gründer der wahren Gemeinde. Und diese Gemeinde hat keinen Namen. Also irre dich nicht. Wir sind so, die Religion rettet nicht. Die Religion ist Opium, hat einer gesagt. Die Leute einschläfert. Leute einfach ignorieren lässt. Wir sehen jemanden, der große Titel hat, große Diplome, sehr intelligent. Aber irgendeine Religion folgt und du merkst, ey, dieser Mann, wieso ist er so, stellt er sich so dumm? Ja. Wieso macht er sowas mit? Mhm. Wieso zieht er sich nackig aus und muss nachts tanzen, Hexerei betreiben? So ein intelligenter Mann. Warum? Religion, Religionsschläfer zu sein, Fanatismus. Du bist fanatisch, öffne deine Augen. Wir beten, dass der Herr euch die Augen öffnet, dass ihr erkennt, dass er die Wahrheit ist. Das Licht der Welt, die Lösung. Es gibt keine zwei Wege, keine drei Wege, wie die Schwester sagte. Nur zwei. Entweder mit dem Herrn oder ohne den Herrn. Das heißt, mit dem Teufel, Satan, Luzifer. Ja, Amen. Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen. Das heißt, wie gesagt, die Gemeinde Joshua gehört ihm. Die gehört kein Pastor, die gehört kein Bischof, die gehört euch im Papst. Und er braucht keinen, einen Vize. Er hat keine Vize, weil er ist lebendig. Er ist kein alter Mann, der alt ist, der nicht mehr reden kann, der nicht mehr sehen kann. Nein, er ist lebendig. Er braucht keine Vize. Amen. Er braucht keinen. Also nach ihm ist er. Nein. Und Gottes Reich ist nicht wie eine Pyramide aufgebaut. So sieht's aus. Es gibt in Gottes Reich nur eins. Oben steht Jesus und alle anderen sind gleich. Alle anderen sind Brüder und Schwestern im Herrn. Natürlich, man achtet das Alter und so weiter. Solche Regeln gelten, ist aber ganz normal, wenn man die Liebe Gottes in sich trägt und die Liebe für den Nächsten, dass man den anderen respektvoll behandelt. Genau. Aber wir wollen damit sagen, es gibt keine pyramidale Hierarchie in diesem Reich Jehoshuas, sondern wir dürfen uns alle auf ihn verlassen und er regiert. Und er regiert in Gerechtigkeit, in Wahrheit und in Heiligkeit. Da braucht niemand denken, dass er zu kurz kommt, sondern Gott gibt jedem das, was er braucht. Und das ist eigentlich das Schöne, dass man nicht, dass kein Zwang besteht, keine Unterwürfigkeit von Menschen, sondern dass alle gleichermaßen auf Jeshua schauen, dass alle gleichermaßen von ihm abhängig sind und dass er alle gleichermaßen mit Liebe ansieht. Super, du hast irgendwas gesagt, was sehr, 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 sehr stark ist. 1. Korinther, Kapitel 11, Abvers 3. Du wirst wiederfinden, was du gerade gesagt hast. Okay. Keine Pyramide, sondern? Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau war der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Jeder Mann, der betet oder weissagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Kapitel 5, Vers, wir können ja ab 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes. Genau, also worauf wir uns beziehen wollen, ist, dass Christus der Haupt seiner Gemeinde ist. Es gibt keinen anderen Chef, keinen anderen Repräsentant. Er ist das Haupt, er allein seiner Gemeinde und er ist das Heiland seiner Gemeinde.
Der Papst selbst muss sein Heiland suchen. Ja. Und alle, die ihm folgen. Mhm. Ja, weil ihr folgt einem Menschen. Und die Menschen werden vergehen. Aber das Wort vergeht nie. Amen. Und eine andere Sache. Was für eine Gemeinde kommt er holen? Wir bleiben in Epheser 5, 26. Wir können sogar weiterlesen, das ist schon richtig. Denn er ist der. Wie aber? Ab 24? Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, mhm. so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, mhm. wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Mhm. Ich möchte hier kurz stoppen, weil nicht, dass ein Missverständnis entsteht. Ja, das hier heißt nicht, dass die Frauen den Männern hörig sind. Überhaupt nicht. Weil hier steht, ihr Männer, liebt eure Frauen. Eine Frau, die geliebt wird, die sich wertgeschätzt fühlt, die fühlt sich nicht untertan. Ja? Und genauso ist es, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. An anderer Stelle heißt es, ich liebe dich, weil du mich zuerst geliebt hast. Mhm. Ja, wir können Gott nur lieben und wir können Christus nur lieben, weil er uns geliebt hat. Mhm. Dann lesen wir weiter. Das ist interessant. Ja. Sehr gut. Wie er uns geliebt hat, würde das aber, dass der alles zulässt, weil er liebt uns doch. Nein, er hat uns ja geliebt. Weil er ist doch Liebe. Gott ist Liebe. Ja. Hat er gepredigt. Ich wusste, ich habe gedacht, es gibt es nur in Afrika, aber Gott ist Liebe. Hier in Deutschland, auch in Europa, du kannst tun, was du willst. Die Supergnade, Gottes Liebe, er verzeiht alles. Einmal gerettet, immer gerettet. Er ist Liebe. Er liebt uns. Ist es diese Liebe, von der man uns spricht? Die Bibel definiert die Liebe Gottes ganz genau. Mhm. Und zwar im Johannes 3, Vers 16, den kennen viele Christen, außer nicht den Vers, aber der ist einfach die Wahrheit. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, also nicht durch die Pforten des Hades geht, mhm. sondern gerettet wird zum ewigen Leben. Mhm. Also die Liebe Gottes besteht darin, dass er sich selbst für uns geopfert hat, mhm. damit wir unsere Sünden loswerden. Also außer, rausgehen. Rausgehen, okay. damit wir rausgehen mhm. aus dieser Welt. Dass wir uns trennen. Mhm. Das bedeutet nicht, er liebt dich so, wie du bist, ja. Aber er verlangt dann von dir, dass du die Dinge lässt. Er verlangt von dir, dass du dich von den Dingen trennst. Weil mhm. er hat auch seine Liebe für dich gegeben. Er hat sein Blut vergossen für dich. Mhm. Er hat seine Liebe beweist. Als du und ich noch sündiger waren, ist er ans Kreuz für uns gegangen. Also sind wir auch verpflichtet, ihm unsere Liebe zu bezeugen. Mhm. Ihm zu folgen. Das heißt, trennen von der Sünde. Trennen von Drogen. Trennen von der Welt. Amen. Genau. Das ist genau das, was der nächste Satz besagt. Mhm. Wir sind jetzt gerade immer noch im Epheser 5. Mhm. Wir lesen weiter ab Vers 26. Um sie, also die Gemeinde, mhm. zu heiligen, mhm. sie reinigen mhm. durch das Wasserbad im Wort. Bitte, Entschuldigung. Ja. Ich hab gesehen, dass manche Pastoren Frauen von anderen Leuten baden. Meint ihr das damit? Nein. Da steht es ja genau da. Das Wasserbad im Wort, das bedeutet eigentlich das Wort Gottes. Das Wort Gottes, wenn du die Bibel liest, mhm. dann geht dir ein Licht auf. Du bist vorher in der Finsternis und plötzlich denkst du dir, ach Mann, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Oh je, ich lebe in der Sünde. Mhm. Es ist deswegen wie Wasser, wie frisches Wasser, das dich rein macht, das dich sauber macht, mhm. weil du deine Sünde erkennst und jetzt die Möglichkeit hast, davon zu lassen. Mhm. Das ist das Wasserbad im Wort. Das, was du gesagt hast, das ist ja fast so eine rituelle Zeremonie. Genau. Außerdem sehr beschämend. Und aber die sagen auch, die sind Gemeinde, weil der Name Jesus Christus ganz groß auf einem Schild auf das Gebäude drangehängt wurde, folgen die Leute diese Leute. Aber das sind die Pforte der Finsternis. Warum baden die nur die Frauen? Warum baden die nicht die Frauen mit ihren Männern zusammen? Warum? Ja, weil sie lüstern sind. Ja, das ist Hexerei. Das ist Hexerei. Geht raus dort. Das ist nicht die Gemeinde von Joshua. Das ist nicht die Gemeinde. In der Gemeinde andere Sache. In anderen Gemeinden sagt man, okay, man muss sich weiß-grün anziehen, so wie Werder Bremen. Andere sagen, man muss sich weiß-weiß anziehen. Andere sagen, man muss die Frauen müssen den Kopf nicht ertragen. Wo steht das geschrieben? Für die Freiheit hat uns Jesus befreit. Also gibt es keine Uniform. Die Uniform ist die Heiligung. Ist im Geist. Amen.
Und deine Reinigung, die geschieht unsichtbar. Wo geschieht die Reinigung? Das ist nicht, dass man dich abschrubben muss, ja? Oder dass du mit reellem Wasser irgendwie oder mit Seife gewaschen werden musst, dein Körper. Sondern es ist so, dass du im Inneren, du wirst im Inneren erneuert. Dein Herz ändert sich. Du wirst im Geist erneuert, du kriegst den Heiligen Geist. Das ist die Reinigung und die geschieht durch das Wort Gottes. Weil wenn du das Wort Gottes nicht kennst, dann bist du ignorant. Dann weißt du ja nicht, was du tun sollst. Deswegen ist das Wort Gottes dieses Wasser, das lebendige Wasser. Und Jesus sagt von sich selber auch, dass dass aus dem Herzen Ströme des lebendigen Wassers fließen werden. Mhm. Das ist das Wort Gottes, wenn dein Herz überquillt vom Wort Gottes. Mhm. Früher, als du noch nicht Jeschua hattest, fandest du es langweilig, das Wort zu lesen. Du dachtest dir, oh Gott, was ist das für eine alte Sprache, das versteht ja kein Mensch, ich schlafe nach zwei Sätzen ein. Aber jetzt, weil du Jeschua hast, findest du es plötzlich interessant, oh, das wusste ich noch nicht, und du liest weiter und du entdeckst Sachen, die du früher nicht wusstest. Du badest dich in dem Wasser, du bist erfrischt, du schwimmst da drin, wie in einem schönen Swimmingpool, wie im Urlaub, keine Ahnung. Genau, ja? Und im Wort, also das Wasserbad des Wortes, das heißt das Wort Gottes, das heißt, das ist die wahre Nahrung der Gemeinde. Das ist, wie der sagte, der Mensch lebt nicht nur durch Brot, aber durch das lebendige Wort, durch jedes Wort, das aus dem Mund vom Herrn kommt. Mhm. Das lebendige Wort. Er hat gesagt, meine Wörter sind Geist und lebendig. Mhm. Das ist die Nahrung der Gemeinde. Die Gemeinde ist basiert auf seinem Wort, auf ihm selbst, auf das Licht, auf die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit und nicht die Lüge. Die Wahrheit und nicht auf irgendwelche, wie sagt man, Diskur. Reden. Auf irgendwelche Reden. Die kommen und reden irgendwas, aber die lehren euch nichts von der Bibel. Du bist 20 Jahre in der Gemeinde und du hast gar keine Ahnung von der Bibel. Die Jünger waren 3 Jahre mit Joshua und die wurden schon, die konnten schon predigen. Amen. Was machst du in der Gemeinde so lange? Was ist dein Grund, warum du dahin gehst? Für die Ehe? Nein. Wenn du heiraten willst, dann kleide dich schön, mach Parfüm, wirst du einen Mann oder eine Frau finden. Wenn du Arbeit finden willst, geh dich bewerben. Aber wir gehen in die Gemeinde, damit wir gereinigt werden. Damit wir rein werden, so wie er rein ist. In Levitikus 11, 44 sagt er, seid heilig, denn ich bin heilig. Seid rein, denn ich bin rein. Das will er damit sagen. Und wie reinigen wir uns? Durch das Wasserbad im Wort. Durch sein Wort. Amen. Die Bibel. Amen. Das lebendige Wort. Amen. Genau. Genau, und dann ist das Resultat davon praktisch im Vers 27, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzeln, also Falten, oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Warum will er sich die Gemeinde tadellos und verherrlicht darstellen? Du denkst, das ist aber ein bisschen hochgegriffen hier, ich lebe immer noch auf der Erde. Aber du musst bedenken, dass Jesus heilig ist, dass er selber herrlich ist, dass er verherrlicht ist, dass er im Himmel auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzt. Und du musst dir denken, die Gemeinde ist die Braut Jesu. Ja? Soll er so dreckige Lumpen nehmen? Soll er, keine Ahnung, eine stinkige Braut nehmen? Nein. Will er nicht. Ja? Stinkig durch die Sünde, stinkig durch den Hass. Das Stinken macht sich dreckig. Deswegen sagt er unbefleckt. Weil die Sachen beflecken uns. Wir waren dreckig. Wir sind nicht würdig zu sein, was wir sind. Das ist durch seine Gnade. Der Herr will, dass wir uns reinigen, dass wir bereit sind für Polynos, für das Hochzeitsmahl. Dass wir bereit sind. Eine Frau, die weiß, dass sie an dem und dem Datum heiratet, die wird sich vorbereiten. Ihre Frisur, ihre Kleidung. Alles, die wird von A bis Z, jedes Detail, die Wimpern und so weiter, was für ein Parfüm, Nagellack, das muss passen mit der Tasche und so weiter und so fort. Und das alles, so müssen wir oder müssen wir uns auch mit seinem Wort vorbereiten lassen. Vorbereiten lassen von ihm, für ihn, für das ewige Leben mit ihm. Der Herr sei gesegnet. Das ist die Gemeinde Joshua. Der hat seinen Namen nicht verraten, aber an dem Tag, wenn wir ihn sehen,
können wir ihn fragen, wie heißt eigentlich diese Gemeinde? Halleluja! Amen! Der Herr sei gelobt! Amen! Also seid gesegnet! Ist gut, ja. Ihm allein gebührt die Ehre, wie Amen. Wir sagten, wir sind nicht die Besten, aber wir präsentieren die Lösung, den Besten. Joshua Mashiach, folgt ihm. Amen. 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 Amen.